Ich habe 2 Jahre mit dem Judo aufgehört gehabt, bin wieder zurückgekommen und ich habe meine Kimono schon verschenkt gehabt, weil ich dachte, ich mache das nie wieder. Also insofern ist es voll toll für mich, es ist ein Wahnsinn, aber es ist wirklich so ein Schritt für Schritt. Also es hat sich ergeben, durch meine Leistung hat es sich ergeben, dass ich jetzt dort bin und es ist schön und eben jetzt weiter. Schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Und also es ist nicht so, sicher ist es, es ist das größte Event, das es gibt im Sport und jeder träumt ein bisschen so davon, aber es ist jetzt nicht so grundsätzlich so gewesen, dass ich mit 5 Jahren schon gesagt habe, ich mache Judo und ich werde dort die Olympiasiegerin und so. Also so ist es nicht. Ich würde gerne meine Trainingsleistung auf die Matte bringen, weil ich dann gut kämpfe, das weiß ich. Wenn ich mir so Druck mache und sage, okay, 1 bis 5 würde ich unbedingt, dann bin ich zu verkrampft und dann weiß ich, dann bin ich mental nicht stark genug, das zu bringen, weil ich zu sehr das möchte und mich selber zu sehr unter Druck setze. Deswegen, wenn ich sage, okay, ich kämpfe wie im Training, dann weiß ich, dass viel aufgehen kann, weil ich da frei bin und gut kämpfe. Also das ist eigentlich meine Zielsetzung. Frei sein, sich nicht so beeindrucken lassen von dem. Mal sehen, wie das funktioniert.